So, wir sind hier am Friedhof Stille Gärten. Wir müssen 8 Skelettkrieger und 6 Skelettmagier killen. Zwei Krieger, einen Krieger, zwei Magier haben wir jetzt schon. Ja, das ist nicht so problematisch, weil die hier alle so Level 21, 22 sind. Also da werden wir jetzt keine großen Probleme mit haben. Das Einzige, die verlangsamen uns alle. Also die Magier hauen uns Frostblitz drauf, dadurch werden wir halt auch langsamer. Und die machen uns hier Kniesehne, Bewegungstempo um 60% verlangsamt. Aber was will man machen? Müssen wir durch. Sehr schön. Komm her, Magier. Die hauen doch ordentlich Schaden raus, die blöden Magier. Ich muss jetzt mal gucken. 1, 2, 3 Magier. 1, 2, 3. Ne, den da hinten. Wir nehmen den Magier noch. Haben wir eigentlich schon Gegenzauber gekriegt? Nee. Gegenzauber haben wir leider noch nicht. Es wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern. Finger her. Gulfangzahn. Kriegen wir nur vorne auf dem anderen Friedhof. So. Ja, das reicht hoffentlich vom Ma Halter. Ja, das reicht dicke. So, dann setzen wir uns mal hin. Essen mal schön. So, den holen wir uns. Den holen wir uns, den holen wir uns. Und entweder den oder den da hinten dran. Trink mal ein bisschen schneller. Und wehe, du widerstehst, Freund. Talentpunkt. Erhöht eure Rüstung um einen Betrag. Erhöht die Chance für einen kritischen Treffer. Magie dämpfen, Magie verstärken haben wir noch nicht, oder? Doch hier. Wir nehmen verbesserte Arkane-Explosion. So. Den noch, dann den da hinten. Alter.
Hör mal auf, dauernd hier zu widerstehen. Das ist doch kacke, dass du das machst. Und die Kniesehne, die kannst du ja auch sonst wo hinschieben. Ah, hier schon wieder Respawn. Fünf Minuten Respawn-Zeit. Das Blöde ist... Ja, wir müssen gucken, wie wir da jetzt durchkommen am besten. Ey, willst du mich verarschen hier? So, das war's. Schieben geht nur bei menschlichen Zähnen. Will kurz mal was probieren. Ja, geht. So, hier drüben müssen wir später auch noch hin. Die sind aber Level 29 und 30. Da bringt mich jetzt keine Sau hin. Ne, das können wir abhaken. Gut. Ah, ich brauche noch einen Skelettfinger. Ja, dann killen wir noch so lang, bis wir den letzten Skelettfinger auch noch haben. Komm. Gib mir deinen Finger. Oder noch besser, zieh an meinem Finger. Wie wär's? Nicht? Keine gute Idee. So, da ist auch der schon wieder gekommen. Ey, jetzt müssen wir wirklich noch mal recken. Der ist auch schon wieder da. Ja, ein Klassik, das dauert. Vor allem, wenn die Trottel hier die ganze Zeit wieder stehen. Sehr schön, letztes Skelettfinger haben wir. Und dann geht's jetzt zurück. Kurz gucken. 2, 4, 5 Quests haben wir fertig. Da fehlen nur noch die Ghoulfang-Zähne. Die kriegen wir aber nur vorne auf dem Friedhof von Rabenflucht. Heißt, da können wir momentan leider gar nichts machen. Haben wir sonst noch was? Blick zu den Sternen. Svens Rache. Ja, die waren aber auch 26, 27, glaube ich, da unten. Da waren wir ja hier unten gewesen, Jorgens Bauernhof. Wir geben erstmal die ganzen Quests ab. Hallöchen. Braucht ihr Hilfe? Da ist dein Kamm. Abliefern des Fadens. Bringt Calvinius den Geisterhaarfaden in seine Hütte nördlich des Friedhofs von Rahmflucht. 13 Silber. Leb wohl. Das nenne ich mal in Klassik eine geile Questbelohnung. So, und hier... Bitte schön. Braucht ihr Hilfe? Beenden. Rückkehr zu Jitters. Kehrt mit den schwärzlichen Krebsküchlein zu Jitters zurück.
Seid vorsichtig. Kriegen wir auch 12. Das ist doch was. Da ist eine Quest zum Abgeben. Grüße. Die Nachtwache. Kommandantin Althea Ebenlock aus Dunkelheim möchte, dass er 15 Skelett-Satanskreaturen und 15 Skelett-Schrecken tötet. Das im Wald eine wahre Untotenplage. Wenn ihr euch der Aufgabe, dann macht euch auf den Weg zum Friedhof von Rabenflucht. Seid vorsichtig. Die sind jetzt hoch da. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Haben wir hier noch. Haben wir sonst keine Quest zum Abgeben? Wo können wir. Hä? Das haben wir. Wölfe auf den Fersen. Gefahr auf 8 Beinen. Ja. Wir werden jetzt wieder ein bisschen laufen. Vor allem die ganzen Erfahrungspunkte, die wir hier kriegen, sind eigentlich ein Hohn für das, was wir hier an Zeit brauchen für die Quests und wie viele Erfahrungspunkte, wie viel Level up brauchen. Weil normalerweise müssten wir Level 30 sein, wenn wir ins Schlingdorntal wollen. Schlingdorntal ist ab Level 30 und wir haben hier, ja, ein paar Quests haben wir schon noch, aber allein die Quests in im Rotkammgebirge und hier im Dämmerwald reichen nicht, um auf Level 30 zu kommen. Also wir müssen eine Menge hin und her springen bei den Quests. Ah, das wird ein Spaß. Ja, wollen wir nochmal von der Seite versuchen, uns an den Hof anzupirschen. Jorgens Bauernhof. Wir müssen halt gucken. Nein, wir laufen doch nicht von der Seite aus. Und du bleibst mal schön da oben. Du brauchst nicht hier in meine Nähe kommen, mein Freund. Wir geben erstmal die Quest hier vorne ab. Bei der Hütte. Das war, glaube ich, die Quest mit den Zwerggiftweberspinnen. Also entweder die Wölfe oder die Gefahr auf 8 Beinen. Eine von den beiden Quests war's. So. Einmal Grüße. Abgeben. Ziehe den Ehrenfreund. Was war das? Gefahr auf 8 Beinen. Okay. So, wir kommen jetzt von hinten. Weil wir ja eh runter zum Friedhof Rabenflucht müssen. Da können wir auch nochmal versuchen, hier die eine Quest zu machen. Ja, da liegt schon ein Leichnam. Meiner ist es nicht. So.
Ich würde gerne da hoch. Wir probieren das morgen. Wir kämpfen uns dann den Weg hier frei und dann probieren wir es morgen.